Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 10.000 Schritte am Tag. Was bewirkt es und was tut es mit deinem Körper? Ja, wir alle wissen es, täglich in Bewegung bleiben ist wichtig, sowohl für den Körper als auch für den Geist. Eine weit verbreitete Faustformel ist ja hier, dass man mindestens 10.000 Schritte pro Tag zurücklegen sollte. Doch wie ist man überhaupt auf diese 10.000 Schritte gekommen und wie viele Schritte entsprechen eigentlich einer Stunde Joggen und wie sieht es überhaupt mit aktuellen Studien aus? Das Ganze klären wir hier bei uns im Video. Ja, wie gesagt, wir haben es angesprochen, mindestens 10.000 Schritte pro Tag sollte man zurücklegen, um endgültig gesund zu sein. So empfiehlt es zumindest die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, denn Bewegung allgemein in Form von Gehen hat positive Auswirkungen, wie zahlreiche Studien schon belegt haben, wie zum Beispiel in einer Broschüre der Ärztekammer Nordrhein klar wird. Doch reichen diese berühmten 10.000 Schritte wirklich aus, um am Endeffekt die ganze Woche Sport zu ersetzen? Oder ist das nur eine alte Mär? Ja, als erstes stellt sich hier die Frage, wer kam eigentlich auf die 10.000 Schritte und wieso ist das so genau? Ja, im Grunde genommen gab es dazu keine medizinische Studie, die irgendwie 10.000 sagt. Vielmehr wurde dieser Wert einfach mal grundsätzlich festgelegt. Das war damals eine japanische Werbeaktion in den 60er Jahren. Damals hatte eine Firma namens Yamasa einen sogenannten Mapokai auf den Markt gebracht. Übersetzt heißt das so viel wie der 10.000 Schritte. Zähler. Dieses Gadget wurde dann sehr schnell sehr berühmt und sehr viele Japaner hatten sich diesen Schrittzähler zugelegt. Dadurch war der Grundstein gelegt für diese 10.000 Schritte. Im Laufe der Jahrzehnte wurden die 10.000 Schritte dann zunehmend zu einem Standardwert und das Ganze verankerte sich dann auch in der Weltgesundheitsorganisation WHO. Ja, jetzt kommen wir mal zur aktuellen Studienlage, denn es gibt mehrere Studien, die dem Gehen eine positive Wirkung auf, wie gesagt, Körper und Geist zuschreibt. So ergab zumindest eine japanische Untersuchung, dass Personen, die 10.000 Schritte zurückgelegt hatten, eine bessere Schlafqualität aufwiesen und andere Studien legten nahe, dass 10.000 Schritte sich am Ende das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich und drastisch reduzierten. Auch der Blutdruck konnte erwiesenermaßen dabei gesenkt werden. Insgesamt muss man aber dazu sagen, dass die magische Zahl von 10.000 Schritte am Ende nur ein Richtwert ist und eine schöne Grenze, um einfach sagen zu können, das motiviert mich jeden Tag, vielleicht noch den ein oder anderen Schritt mehr zu geben. Denn es kommt nicht auf die Grenze an, dass ich jetzt jeden Tag 10.000 Schritte gehe. Ich kann auch am Ende 4.400 Schritte gehen, das zeigte nämlich zum Beispiel eine andere Studie. Und wenn ich das als ältere Frau zum Beispiel jeden Tag mache, dann senke ich das Risiko eines vorzeitigen Todes fast um die Hälfte. Eine andere Untersuchung ergab, dass 8.000 Schritte hier verhelfen und wieder eine andere Studie kam auf 7.000 Schritte. Insgesamt muss man also sagen, mit 10.000 Schritten ist man da schon an einem richtig guten Richtwert und macht eigentlich sogar fast schon mehr, als wie es in verschiedenen Studien dann im Endeffekt besiegelt wird. Man wird hier immer wieder unterschiedliche Arten finden. Der eine sagt dann die 8.000, der andere sagt die 7.000. Und mit 10.000 legt man da immer über sämtliche Ergebnisse der Studien und kann sich hiermit einfach einen kleinen Vorteil verschaffen. Denn wer immer so ein kleines Stück mehr macht, der muss auf jeden Fall nichts befürchten. Der Kern der Studien legt allerdings eins fest. Jeder Schritt tut gut und jeder Schritt ist wichtig, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Körper und Geist eine bereinigende Wirkung zu haben. Deshalb macht jeden Tag ausreichend Schritte, indem ihr vielleicht spazieren geht, indem ihr vielleicht mit eurem Auto etwas weiter wegparkt, um einen weiteren Weg zurücklegen zu müssen. Geht vielleicht zu eurem Einkauf oder vielleicht zu eurem Drogeriemarkt. Versucht das alles mal zu Fuß zu machen. Versucht vielleicht mal in die Mittagspause nicht euch hinzusetzen und fertiges Essen zu essen, sondern vielleicht einfach mit dem Apfel draußen in den Wald zu gehen. Je nachdem, wie natürlich die Möglichkeit das zulässt. Und das gilt natürlich gerade für Leute, die im Büro arbeiten und Büromenschen, die einfach schon von Haus aus eigentlich schon fast 7 bis 8 Stunden an den Bürostuhl gefesselt sind. Doch jetzt kam noch eine interessante Frage, und zwar wie viele Schritte entsprechen am Endeffekt einer Stunde Joggen? Denn viele Menschen glauben, man müsste sich ins Fitnessstudio prügeln oder vielleicht am Ende ins Laufband oder in den Wald laufen gehen. Doch Sport lässt sich ja so oft dann einfach nicht in einen Alltag integrieren. Wenn ich den ganzen Tag arbeiten gehe und dann vielleicht noch einkaufen muss, dann ist dazwischen vielleicht auch manchmal keine Zeit. Aber so ein Spaziergang, der passt natürlich auch fast in jede Mittagspause. Und auch die Zeit mit der Familie kann man natürlich auch mit einem schönen Spaziergang verbringen. Deswegen die gute Nachricht, täglicher Sport muss gar nicht so unbedingt sein,
So kann nämlich Gehen je nach Strecke sogar die Trainingseinheit ersetzen. Nämlich eine Stunde langsames Radfahren entspricht in etwa 7500 Schritte. Eine Stunde Joggen sind 12.500 Schritte. Das heißt, da muss man dann ein bisschen mehr vielleicht noch als die 10.000 Schritte machen. Trotzdem, eine Stunde Joggen, das muss man auch sowieso erstmal schaffen und hinkriegen. Und 12.500 Schritte, das ist zwar auch hart, denn dafür braucht man natürlich ordentlich mehr Zeit, aber das kann man sehr gut in den Alltag integrieren. Das hängt dann natürlich im Endeffekt von der eigenen Schrittgeschwindigkeit ab. Aber jeder Schritt ist wertvoll und das sollten wir uns alle hinter die Ohren schreiben. Das muss diese Quintessenz dieses Videos sein, dass man wirklich sich für jeden Schritt einsetzt, vielleicht sich auch so einen Schrittzähler hoch, je nachdem. Manche Leute haben ihn natürlich schon im Handy, die anderen sollten sich vielleicht einfach mal um so eine Uhr bemühen. Es gibt auch sehr, sehr günstige von Xiaomi für 20 Euro, also wirklich super günstig, da einfach mal nachschauen. Jetzt kommen wir nochmal zum letzten Punkt, also wie schafft man die 10.000 Schritte pro Tag? Da habe ich ja schon ein paar Tipps gegeben. Das eine war natürlich, vielleicht das Auto einfach mal weiter wegstellen, ja, und vielleicht auch mal nicht mit dem öffentlichen Verkehrsmittel fahren, sondern vielleicht mal zu Fuß gehen, je nachdem, wo der nächste Supermarkt ist. Vielleicht auch mal die Mittagspause im Wald oder an der Straße verbringen oder in der Stadt, um einfach mal ein bisschen durchzuatmen. Das tut natürlich auch den Kopf gut und gleichzeitig durch die Bewegung natürlich auch nochmal deinen Körper. Im Endeffekt kann man auch versuchen, im Büro natürlich sich etwa Hürden zu bauen, wie zum Beispiel Gegenstände wie den Papierkorb, den Drucker oder Regale, vielleicht am anderen Ende des Raumes zu platzieren, um so jeden Tag ein paar Schritte machen zu müssen. Ja, vielleicht irgendwas in den Nachbarraum zu stellen, in die Teeküche zu stellen, um dann vielleicht nochmal ein paar Schritte zu machen. Aber auch wenn man zu Hause ist, ist es manchmal ganz, ganz gut, das nochmal zu verbinden, vielleicht mit Haushaltsarbeit, den Müll mal runterbringen, rausbringen, die Getränke. Das mache ich sehr häufig, in den Keller stellen. Da muss ich für jede Flasche wirklich die Treppe rauf, Treppe runter, um die Getränke wirklich hochzubekommen. All das bringt einen natürlich ein bisschen weiter. Natürlich ist es in erster Linie vielleicht ein bisschen ätzend, wenn man sonst seine Getränke vielleicht auf dem Balkon stehen hatte. Wenn man dadurch dann aber wirklich ein paar Schritte mehr auf die Uhr bekommt, das geht dann wirklich spielend einfach. Ja, wenn man immer wieder am Tag mal so 5 Minuten einbaut, das merkt man ja gar nicht. Und am Ende des Tages hast du auf einmal 5000 Schritte mehr auf deiner Uhr. Und das ist dann wirklich die Belohnung für diesen Einsatz. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und es hat ein bisschen was aufgeklärt, wie die aktuelle Studienlage ist. Wie viele Schritte dann vielleicht am Ende einer Stunde Joggen ersetzen können. Ja, das Ganze haben wir ja gelernt, 12.500 Schritte. Ich hoffe, das hat euch etwas gebracht und ihr seid jetzt etwas mehr motiviert, vielleicht den einen oder anderen Schritt mehr am Tag zu machen. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr beim nächsten Mal hören wollt.